Hallo lieber Otto, hallo lieber Sebo und hallo an alle anderen, die jetzt dieses Video schauen. Ich bin jetzt draußen. Wie man unschwer erkennen kann, habe ich jetzt ein bisschen windgeschützter hingestellt, aber es ist ganz schön stürmisch. Mit diesem Video möchte ich mich ganz gerne für den Desert Warrior 2023 bewerben und nehme euch jetzt mit auf meine kleine Wandertour. Das ist mein Lieblingsplatz hier im Fichtelgebirge. Denn es ist nicht weit weg von meinem Zuhause und ja, ich nehme euch jetzt einfach mal mit. Ich bin die Sabrina, bin 37 Jahre alt, habe eine Tochter und komme ursprünglich aus Österreich. Ja, ich komme aus dem schönen Salzburg. Arbeite ich momentan als Berufskraftfahrer in einem Omnibusbetrieb. Ich fahre also die großen Omnibusse und habe meine Ausbildung als Fachkraft im Fahrbetrieb gemacht. Und ich wohne aktuell in Oberfranken im Fichtelgebirge. Ich möchte mich gerne für den Desert Warrior bewerben, weil ich schon seit 14 Jahren schon immer mal in wüstenähnliche Gegenden wollte und ich liebe langes Gehen, ich liebe das Abenteuer. Leider habe ich noch nicht so viele Videos auf YouTube hochgeladen und gemacht, weil ich erst seit kurzem angefangen habe damit, aber ich liebe es so sehr und ich würde so gerne beim Desert Warrior teilnehmen. Ich liebe es zu wandern, ich liebe es lange zu wandern, ich liebe es bergauf zu gehen, bergab zu gehen, nachts zu gehen. Ich mag Herausforderungen, ich mag die Outdoor-Küche, ich liebe es auch draußen ein wenig zu basteln. Draußen zu verbringen ist ein Traum. Ich liebe das so sehr und vor allem auch, egal ob mit jemand anderen oder alleine. Ein weiteres Hobby von mir ist das Bestimmen und Zubereiten von Wildpflanzen. Aktuell mache ich auch den Angelschein. Ich versuche mich auch oft an Outdoor- und Survival-Dingen, halte aber nicht immer die Kamera drauf. Was vielleicht eher doof ist, was ich vielleicht demnächst mal ändern müsste, um alles zu dokumentieren. Aber ich möchte mich bessern, ich möchte gerne mehr Videos machen, es macht mir Spaß. Ich war schon unterwegs in Schweden, in Japan, in Ungarn, in Italien, in Finnland. Also ich kam schon sehr, sehr viel rum und ich liebe einfach Abenteuer und ich liebe draußen sein in der Natur. Es würde mich sehr, sehr freuen, wenn ich eine Chance bekommen würde, weil ich wäre so endlos hyped da drauf. Ich kann es kaum erwarten. Es würde mich freuen, wenn du dir mein Video anschaust, wenn es den Weg zu euch findet. Und ja, wünsche allen anderen Bewerbern genauso viel Glück, denn ich glaube, jeder hat es verdient, jeder wünscht es sich so sehr. Und ja, berücksichtigt mich gern. Es würde mich sehr freuen. Also dann! Vielleicht sieht man sich dann bald mal. Ich gehe jetzt nach Hause. Tschüss!